Samstagnachmittag in Leipzig. Tausende Impfgegner und Corona-Leugner aus ganz Deutschland kommen hier heute zusammen, um gegen Corona-Maßnahmen und die Impfung zu demonstrieren. Gegen was demonstrieren Sie heute hier? Wir demonstrieren gegen diese Corona-Maßnahmen, gegen die Übergriffigen. Der Verfassungsschutz warnte im Vorfeld vor radikalisierten Querdenkern. Die Polizei ist mit Hundertschaften vor Ort. Beamte aus dem ganzen Bundesgebiet sind angereist. Noch ist es friedlich in Leipzigs Innenstadt. Ich bin noch nie geimpft worden in meinem Leben. Okay. Sie machen sich auch keine Sorge? Nein, ich mache mir keine Sorgen. Dass Sie jetzt an Corona erkranken zum Beispiel? Nein, ich habe mir keine Sorgen. Wie bewerten Sie die 2G-Regel, die hier ab Montag gilt in Sachsen, als im erstes Bundesland in Deutschland? Na, als ziemlich diskriminierend, ausschließend und ziemlich bescheuert, ehrlich gesagt. Deswegen bin ich mal hergefahren, ja. Ja, und wie finden Sie das? Fühlen Sie sich, also im Endeffekt werden... Ich fühle mich angegriffen. Wie stellen Sie sich das Ganze vor? Wie geht man jetzt mit dem Virus um? Mit dem Virus, der gibt's für mich nicht. Der interessiert mich nicht. Wir schauen uns weiter um. Die Anti-Corona-Demonstranten stehen vielerorts eng an eng, tragen keine Masken, weisen darauf hin, dass sie ungeimpft sind. Ich ernähre mich gesund, ich verhalte mich ordentlich. Was soll diese ganze verdammte Impferei? Können Sie mir das erklären? Um Menschen wie Sie, Sie zum Beispiel jung, zu schützen, ja. Erklären Sie es mir doch. Um Menschen wie Sie zum Beispiel zu schützen, damit die nicht auf der Intensivstation liegen. Mich muss man nicht schützen. Unter den Impfgegnern sind auch Verschwörungstheoretiker. 0,05%. Wer sponsert das RKI? Wer sponsert die Charité? Wer sponsert den Spiegel? Wer sponsert die Zeit? Bill Gates. Muss ich noch was dazu sagen? Und auch viele selbstberufene Journalisten. Eine junge Frau gibt sich als Reporterin von NTV aus. Es ist aber YouTuberin Juni Malziner, rechte Verschwörungsideologin. Also ich glaube nicht, dass Sie von NTV sind. Das war auch ein Spaß, bin ich auch nicht. Von was sind Sie denn? Von welchem Medium? Von meinem eigenen freien Medium. Okay. Das ist das, ja. Okay. Und warum sind Sie ich heute hier? Ich darf mir nicht vorschreiben, was ich zu berichten habe und in welcher Form. Das okay. ist der Unterschied zwischen diesem Medium und diesem Medium. Okay. Von wem kriegen wir das vorgeschrieben? Tun Sie nicht auf doof, bitte, okay? Ja, und ich sage sag jetzt auch nichts mehr, weil dann wird wieder alles so zusammengeschnitten, dass ich am Ende wie ein Idiot wirke. Genau das ist eure Art und Weise zu arbeiten. Ja, Spiegel TV lügt. Wir sind nicht Spiegel TV, Sie müssen schon gescheit hingucken. Stern TV. Aber was lügen wir denn? Keine Ahnung. Zentraler Versammlungsort der Impfgegner ist der Augustusplatz in Leipzig. Auf der anderen Seite des Platzes haben sich Gegendemonstranten aufgestellt. Wir wollen dem etwas entgegensetzen, weil wir es nicht okay finden, dass diese Leute für diese Meinung, die sie haben, die sie auch haben dürfen, aber so viel Werbung machen hier. Wir haben ja schon von vorherigen Veranstaltungen gesehen, dass sie sich nicht an die Regeln halten und dass dann die Infektionszahlen hochgehen. Und dass das dann weiterhin erlaubt ist, ist unverständlich eigentlich. 15.45 Uhr. Die Stadt Leipzig hat an diesem Samstag nur stationäre Kundgebungen erlaubt. Trotzdem setzen sich die Impfgegner in Bewegung, verlassen den Augustusplatz. Sie ziehen die Goethestraße entlang. Am Ende der Straße errichtet die Polizei eine Sperre, um den verbotenen Aufzug zu stoppen. Das alles passiert in dem Bundesland mit der aktuell höchsten Inzidenz in Deutschland. Auffällig, die Infektionen unter Ungeimpften steigen in Sachsen seit Mitte Oktober stark an. Im Vergleich dazu verläuft die Infektionskurve der vollständig Geimpften recht flach. Die sächsische Landesregierung reagiert. Seit Montag gilt verpflichtend 2G in Sachsen. Nur noch Geimpfte und Genesene dürfen in Restaurants, Diskotheken, ins Stadion etc. Matthias Reinhardt ist Gastronom in Leipzig. Was hält er von 2G? Wir hatten 7 Monate zu. Wir sind wirklich daran interessiert, nicht noch mal in einen Lockdown zu kommen. Deswegen wollen wir unseren Beitrag dazu leisten, die Maßnahmen, die ergriffen werden von der Politik, hoffentlich sind es die richtigen, umzusetzen. Sind Sie geimpft? Ich bin selber geimpft, ja. Damit zählt er zu den nur 57,2% vollständig Geimpften in Sachsen. Die niedrigste Impfquote in Deutschland. Mit der 2G-Pflicht bedeutet das?
Da bricht ja quasi dann die Hälfte der Kundschaft weg. Wie sehen Sie das? Wir rechnen ganz einfach dadurch, dass wir viele Touristen haben, die teilweise größtenteils geimpft sein müssen, weil sie in die Hotels einchecken. Wir rechnen ungefähr mit 25% Verlust. Gastronom Henrik Danz betreibt mehrere Restaurants in Leipzig. Also ich würde generell bei 3G bleiben, weil ich einfach der Meinung bin, dass jeder selber entscheiden soll, jeder Mensch selber entscheiden sollte, was er tut. Und eine Impfpflicht durch die Hintertür finde ich in Ordnung. Auch seine Gäste diskutieren über die neue 2G-Regelung. Wenn es wirklich was hilft, ne? Also finde ich es eigentlich okay. Aber ja, es darf jetzt auch nicht länger als zwei Monate oder was dauern, dann wird es ja schon anstrengend. Also ja, also man kann die ja dann auch nicht ausschließen vom öffentlichen Leben. Trotz aller Skepsis gegenüber 2G hat Gastronom Henrik Danz eine klare Meinung zur Impfgegner-Demo, die heute nur 500 Meter weiter stattfindet. Ich bin natürlich komplett gegen die Querdenker-Corona-Leugner. Das finde ich alles unsinnig. Es lässt sich ja nicht mehr verleugnen, der Virus ist da. Und wer da anders erzählt, ist einfach nur, ja. Es ist 17 Uhr. Wir sind zurück auf der Straße. Impfgegner und Querdenker stehen dicht an der Polizeiabsperrung in der Goethestraße. In der Nebenstraße stehen Gegendemonstranten der Antifa. Die Lage ist angespannt und unübersichtlich. Das nutzt ein Teilnehmer der Impfgegner-Demo und durchbricht die Polizeireihen. Es kommt zu Festnahmen. Hinter den Absperrungen stehen weitere Teilnehmer der Impfgegner-Demo. Sie finden es im Dienste der Sache richtig, dass hier Widerstand passiert, oder? Natürlich finde ich richtig, dass hier Widerstand passiert. Gegen? Das wissen Sie auch, gegen was. Wir wissen seit 1,5 Jahren Bescheid, was hier läuft. Und es muss beendet werden. Die Corona-Maßnahmen müssen beendet werden. Um 17.34 Uhr löst die Polizei die Menge auf. Sie befinden sich in einer verbotenen Versammlung. Wenn Sie sich nicht in Richtung Süden entfernen, stellt dies einen Verstoß gemäß § 113 Ordnungswidrigkeitengesetz dar. Die Anti-Corona-Demonstranten ziehen sich zurück, um an anderer Stelle weiter zu protestieren. In der Innenstadt trifft unsere Reporterin auf ein älteres Ehepaar aus Thüringen, das an diesem Wochenende Leipzig besucht und die Proteste der Impfgegner hautnah mitbekommt. Die wissen gar nicht, von was sie reden. Kennen Sie Leute, die Corona hatten ja. In Ihrem Umfeld? Und ja. Wer war das oder wie war das? Das war die Familie meiner Tochter, die ist um die 40. Und die hatten es alle gekriegt durch den Enkel, der praktisch in der Schule sich das aufgefangen hat. Die Kinder und sie selber hat das gut überstanden. Aber der Schwiegersohn hat nach Luft geschnappt. Ne? Ja. Also es war ziemlich an der Grenze. Währenddessen ein paar Straßen weiter. Partystimmung unter Impfgegnern.